Wir müssen diesen Gorilla so schnell wie möglich finden, wenn wir ihn retten wollen. Da oben. Das muss einfach sein Nest sein. Und woher wollen Sie das wissen, Tenham? Da würde ich wohnen, wenn ich der König der Insel wäre. Ein König. Das ist nicht schlecht. Kong. König. King. King Kong. Das klingt gut. Ob das wohl ziehen wird? Dann müssen wir dahin, wenn wir Anne finden wollen. Bleibt wachsam. Wir steigen hinab in das Tal. Und? Tal bedeutet Fluss. Und Fluss bedeutet Tränke für Tiere. Vertraut mir. Bleibt wachsam. Ah, ich will's ja. Es ist okay. Ich habe genug Magazine. Da drüben. Ich weiß hier hin und wieder, wenn der Jake so aufzählt, dann sagte Heise, teilweise, dass Jake aufhören soll, zu zielen und sonst noch mehr von den Dingern anlockt. Und wenn ich jetzt nicht gezielt hätte, glaube ich, wäre dieser Dialog, dieses Knurren und gar nicht gekommen. Jetzt überlege ich natürlich gerade, ob ich die Waffe nehme, aber wenn ich das jetzt nehme, ist die Schrotflinte weg und die hat gerade Max-Munition, also behalte ich mal lieber die Schrotflinte. Oh Junge, ich hätte das Feuer so gut nutzen können. Hier ist alles brennbar, alles anzündbar. Und ich verschwende mein Feuer. Danke. Wie ihr seht, Schrotflinte macht sich hier bezahlbar. Komm und helfen wir. Oh mein Gott. Dann jetzt mir wirklich mehrere Gegner mit einem Treffer erledigen kann. Muss bald nachladen. Ja, da kommen noch mehr. Alle voll mit Raporn. Vor allem, man trifft halt nicht nur die Saurier, sondern auch die Beute. Ich dachte, hier oben wäre noch... Ich dachte, hier oben wäre noch eine Libelle. Komm. Komm, damit die von uns weggehen. Geht alle auf einen Fleck. Und jetzt... Jetzt mit einem Schuss. Ja, Jimmy, den kennen wir noch aus dem V-Rex-Level. Und der und Haze haben so eine ganz besondere Beziehung. Haze ist sowas wie sein, sag mal, quasi so eigen ausgesuchter Vater. Weil Jimmy, den hat er im Frachtraum der Venture gefunden, zusammen mit den ganzen eingesperrten Tieren. Damit der wäre genauso verhungert und ist da doppelt so wild wie die Tiere gewesen, die ja dort drin sind. Und er weiß halt nicht, wo Jimmy herkommt, nur es ist halt wahrscheinlich ein starker, missbräuchlicher Ort war. Und dadurch fühlt sich Jimmy halt bei Haze in der Schuld. Unglaublich! Verteidige dich, Junge! Los, schlag sie! Okay, jetzt kann ich die Schrotflinte wenigstens brennballern. Oh, das ist alles... Seht euch das an! Das ist alles brennbar! Das ist alles brennbar gewesen und ich schmeiß das einzige Feuerwerk. Das ist unglaublich! Aber hey, wenn wir das... Wie auch immer Haze noch nicht an der Infektion verrecken konnte, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall... Respekt! Es ist okay, ich habe genug Magazine. Jimmy, auf eins der Flöße! Wir treffen uns flussabwärts! Okay! Es ist okay, ich habe genug Magazine. Alter, hey. Hey, es ist so was von am Arsch. Jimmy, alles okay? Ich bin zu weit weg, lande Jack. Weiter flussabwärts, sobald du kannst! Wir finden einen Weg hinüber! Beeilt euch! Ich habe komische Geräusche gehört! Falls ihr übrigens zum Park, wo ihr euch das Gesicht von Jimmy Whittle bekannt vorkommen könnte, der Schauspieler, der hieß Jamie Bell, also zumindest aus dem Film, der auch Jimmy im Spiel spricht und spielt. Und der hat auch zusammen mit Andy Serkis, witzigerweise, der hier King Kong spielt, in den Peter Jackson, Tim und Struppi-Verfilmungen Timmy gespielt. Und Jimmy ist halt ein NPC, den werden wir jetzt halt noch häufiger sehen. Puh,
Und unsere alten Kumpels sind auch wieder da. Haben Sie das gesehen? Sie haben uns gefunden. Wir folgen uns bereits seit 20 Minuten. Komm, ich weiß, dass man hier wieder an mehreren Stellen diese Uhrzeitmenschen, die Dana ein bisschen finden kann. Aber warum auch immer ich die nicht erschießen kann, ich weiß, die sind tötbar. Man kann die töten. Aber irgendwie geht's nicht mit dem Emulator. Ich habe keine Ahnung, wieso. Das wird aber ein Problem werden. Denn die Insulaner, die werden natürlich später auch schon nachgeladen. Sowohl für Kong als auch für Jack. Und es gibt bald ein Level, wo man gegen eine ganze Menge von den Einheimischen kämpfen muss. Und wenn die dann für mich unbesiegbar sind, dann wird's kacke. Das habe ich jetzt natürlich verpasst, nicht ganz gequatscht, weil der Speer, der hier drin ist. Normalerweise hätte man da jetzt zwei von den Einheimischen gesehen und hätten den Speer, wenn ich vorbeikomme, genau geworfen, dass der vor mir stecken bleibt. Das habe ich jetzt natürlich verpasst durch das ganze Gequatsche. Was war das? Die Tür! Sie haben uns eingeschlossen! Was haben die vor? Lassen die uns jetzt raus? Nein. Sie lassen irgendwas rein. Eine Falle! Jack, komm mit mir! Eröffne das Feuer! Ja, und diese Szene, die haben einige Tinkerfenster gemeinten Weißverstand, dass es die Einheimischen tatsächlich geschafft haben, einige der Saurier aus Stone Island zu domestizieren. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, die werden einfach sehen, dass die Nachtosaurier selber ihre Beute treiben in Richtung, die wollen. Und einfach hier das gleiche mit den Sauriern. Die haben halt eine Richtung gelenkt, die halt günstig waren. Und lässt einfach die völlig verwilderten Saurier halt auf ihre Gegner los. Also ich glaube nicht. Ich glaube kaum, dass sie es geschafft haben, die Viecher zu domestizieren. Alter, wie viele da auch einfach kommen. Das ist ja so gefühlt die halbe Inselbevölkerung. Aber jetzt einer kommt noch. Komm. Das war heiß. Wir haben keine Wahl. Kannst du noch, Karl? Diese Insel ist wirklich fantastisch. Ich liebe es, dass Karl hin und wieder so einigermaßen wie ein Dialog hat. Okay, ich habe genug Magazin. Zumindest mal was anderes sagt, aber jetzt. Ach, hier war die ganze Zeit eine Schrotflinte. Schön. Nee, wie gesagt, wenn er sagt, er hat genug Magazine zum Maximallevel, dann denke ich nicht mehr daran, die Waffen auszutauschen. Haben wir alle Speere verbraucht, die da waren? Ja, sieht so aus. Das ist okay, ich habe genug Magazine. Ich habe immer früher geguckt, ob man hier vielleicht noch die Einheimische immer selber noch U-Menschen sagen, halt sehen kann. Durch das Ding, ob die vielleicht dahinter schienen und guckt, ob man gerade gefressen wurde, aber nee, leider nicht. Achtung! Apropos, ich bräuchte Jack, Feuer. Hier lang! In Deckung! Das Feuer hat einen Weg geschaffen! Den nehmen wir, los! Ja, man darf nicht zu schnell. Nicht zu schnell. Und da unten liegt eine Pistole. Mr. Bleib auf dem Fluss! Kommt von allen Seiten! Oh, fuck. Gute Arbeit, Jack! Jetzt brennen ihre Brücken! Ja, und dadurch, dass die Pfeile jetzt lang unendlich lang gekommen ist, ist es egal, ob ich meinen jetzt gerade verschwende. Und so auf die Art und Weise bekämpft man halt. Ja, der brennende Pfeil da oben. Das hat den PS2 auch gesehen. Das hat witzigerweise nichts mit dem Lad zu tun. Das war auf der PS2 auch schon, dass wieder die Dinger einfach so in der Luft stehen bleiben. Da gibt es auch eine sehr witzige Sache, die man machen kann am Anfang des dritten Arcs. Aber da ist ja wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme dann zeigen. Oh. Hilfe!
Fuck. Jack, schnell! Mach schon, Jack! Komm rauf! Beeilung, Beeilung! Sie sind fast hier! Jimmy, wir tauschen mal. Ja, natürlich habe ich es nicht geschafft. Es ja. Oh. Komm, 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 komm. Ja, Feuer, Feuer, Feuer. Komm, komm. Nein, 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 nein. Kacke. Nein, nein. Jimmy, nimm mal den Pfeil. Ich nehme die Knochen. Okay, wenn du nicht haben willst, nehme ich doch den Pfeil. Warum kriegt ihr die ganzen brennenden Pfeile und ich werde hier... Jimmy, wo sind Preston und die anderen? Sie sind alle tot, Mr. Hayes. Mike, Herb, Joy, Lumpy. Tot, alle miteinander. Ich bin der Letzte. Du hättest zu Hause bleiben sollen. Das ist kein Ort für Kinder. Ich bin kein Kind mehr. Habe ich hier die ganze Zeit alleine überlebt oder nicht? Na, jetzt gibt's das Feuer. Bei Kong. Kong? Hast du das gehört? Da drüben! Warum? Oh mein Gott. Warum geht das Feuer jetzt aus? Willst du mich verarschen? Ich brauche hier aber das Feuer. Das ist, oh. Das ist nicht gut. Hey, für die Mission. Seht ihr? Die Eisen wurden. Sie sind uns gefolgt. Da braucht das Feuer für. Ich glaube, dass wir direkt in ihr Gebiet haben. Achtung! Da drüben! Sie greifen uns an! Jack, greif ja, den komm. Speer und halt dich bereit! Ja, Gott sei Dank sind die Einheimischen wenigstens so besiegbar, dass sie so runterfallen können. Aber eigentlich, wie gesagt, könnte man die alle per Hand erschießen. Moment, Jimmy, warum kann ich jetzt nicht zurückstoßen? Natürlich kann man auch Jimmy's Spiel anzünden. Sie kommen von überall! Wenn mich das Spiel sie anzünden lassen würde. Ja! Ja! Ah! In die Büsche! Jack, die Büsche! Nehmt die Speere! Ja! Ja! Na, schön, dass wir uns mit Speeren versorgen. Weil natürlich treffe ich hier. Achso, ich wollte sagen, ich dachte, ich habe da oben getroffen, aber. Nee. Und obwohl Jimmy im Film halt die Waffen benutzte. Nützt er hier tatsächlich ja Speere. Es wäre eigentlich schön, wenn Jimmy im Spiel auch Gewehre nutzen könnte. Das würde doch seine Verbundenheit zu Hayes nochmal besser darstellen. Ja, komm. Komm, wo? Oh, shit, jetzt. Oh, Gott sei Dank. Grad noch okay, ich habe genug Magazine. Warum auch immer Jimmy sich hier aus diesem unendlichen Knochenvorrat nicht einfach was nimmt. Ach, hier ist der Speer. Gut. Ja, und natürlich gleich mal verschwendet. Ja, man merkt ja dem Demolator so kleine Probleme, wenn es zu viel Wasser auf einmal gibt. Aber das schaffen wir schon. Ich darf es halt nur nicht höher stellen als Full HD. Sie sind immer noch da! Bereit! Sie werden uns massakrieren! Achtung! Der Luft auf der Brücke! Es sind einfach zu viele! Ah shit, ich muss da hinten noch ran. Du musst die Brücke anzünden! Oh, nein, natürlich, die 2 Zentimeter. Hab ich noch einen Pfeil? Nein. Dinosaurier! Er hat uns gefunden!
So, und jetzt haben wir eins meiner Lieblingslevel-Spiele, obwohl man sich nicht frei bewegen kann. Er will euch umgehen! Behaltet ihn im Auge! Jetzt auf diesem kleinen Floß alleine gegen den D-Rex. Was ist denn schön, ich fahre, wenn die hier. Ich stell dich vor, wenn wir hier keine unbegrenzten Pfeile und Feuer hätten. Und vor allem den zwei von denen. Und keiner von beiden ist verwundbar. Und man hat wenigstens noch ein paar Therapus Mordax mit dem, ja, Karl Hayes. Hier gibt es ein kleines Easter Egg, was man machen kann. Komm. Geh rein und wenn man jetzt trifft. Jawohl. Haltet sie im Zaun! Ja, die ganzen Therapus Mordax zuletzt normalerweise zum Angriff übergegangen. Und so hat man sich jetzt. Hat der V-Rex jetzt einen längeren Weg außenrum? Oh, die Therapus Mordax von gleich mal weg. Kack. Boah, ich habe jetzt schon die richtigen Speere. Boah, ein bisschen ein vor uns sein. Diese Insel ist wirklich fantastisch. Wir sitzen in der Falle! Ah! Oh mein Gott, wir treiben direkt auf ihn zu! Das Wiedersehen. Unglaublich. Absolut unglaublich.